Hallo YouTube, ich habe mir hier den neuen CDJ850 geholt, wollte davon jetzt auch ein Unboxing-Videos drehen. Ich habe mir jetzt überlegt, ich mache jetzt von jedem Gerät ein Unboxing-Videos. Wir haben heute Besuch, der Björn. Jetzt packen wir das Gerät auch direkt mal aus. Vom Music Store gekauft. Nur Music Store kaufen, 3 Jahre Garantie. Um 30 Tage Geld zurück. Okay, so war das doch, ne? Money back. Money back. Deshalb, nur beim Music Store kaufen. Wieder ein bisschen Werbung machen. Ja, vielleicht kriegt ihr irgendwann mal Rabatt. Wenn ich noch da drauf gut mache. Also von der Seite locker da vorbei gut machen. Ob ich noch drauf bin auf dem Ding. So. Pioneer-Verpackung. Extra verpackt. Auch direkt eine extra mit Rechnung. Pioneer-Verpackung. Immer gut gelagert, ne? Weil die Logistik ist. Ne? Eine Werbung machen, vielleicht kriegen wir was umsonst. Hier haben wir auch die Verpackung. Der neue CDJ ist gestern auf Lager gekommen. Auch direkt gestern bestellt, dann beim Music Store. Für das Preis-Leistungs-Verhältnis hat er mich eigentlich, finde ich, für ein Home-Setup eigentlich top. Der ist komplett überarbeitet. Dieser CD-Player. Also alles ganz neu am Gestalten. Der Jockwheel ist präziser. Hier kommen wir jetzt raus aus dem Leberumfang. Kriegst du einmal ein Cinch-Kabel, Netzkabel und ja, das war. Kriegst du das Handbuch? Dann kriegst du ein Handbuch. Aber normalerweise Software. Und die Rekordbox-Software. Die neue CDJ-Serie läuft meistens über Rekordbox. Da kannst du halt schon extra. Zum Beispiel für dein CDJ 2000 Hot Cues, alles überarbeiten. Record-Box. Da kannst du Loops schon mitsetzen mit dem neuen Rekordbox etc. Kannst du schon vorbereiten, bevor du in den Club kommst. Das finde ich zum Beispiel super. So, jetzt haben wir einmal das gute Stück. Den CDJ 850. Ich komme mal mit der Kamera dran. Hier einmal, hat auch die Abrundungen wie beim 900er und bei dem CDJ 2000. Wir haben zwar nicht das angesenkte Display, haben aber trotzdem oben die Tasten für PC, USB und normale CD. Man kann mit dem CD-Player auch halt komplett alles MIDI steuern, wie Traktor, Serato, alles mögliche. Wir haben USB, was mich ja so ganz toll an, was mich ja ganz geil macht. Wir haben hinten an den Anschlüssen USB, um mit PC zu verbinden. Audio-Out ist klar, Netzkabel und noch dieses eine komische K-Log-Ding, jetzt weiß ich gerade nicht, wie das heißt. Ja, und der Power-Off-Knopf. Und dann wollen wir, und halt noch, was ich cool finde, wir haben noch den Track-Select-Button, wie bei den neuen Modellen. Haben wir auch jetzt schon zur Verfügung. Wir haben Tacklist, wir haben ein Browse-Menü. Wir haben vieles. So, jetzt schließen wir das gute Gerät auch direkt mal an. Nimm's mal bitte. Sind wir gerade so schön drauf. So schön gerade, nicht wackeln. Und ich finde für ein Home-Setup eigentlich Preis-Leistungs-Verhältnis ein verdammt guter CD-Player. Meine Meinung. Also, finde ich gut. Ich finde es eh voll krass, dass Pioneer in der kurzen Zeit 4 neue CD-Player rausgebracht hat. Eine ganze Line-Up auf Deutsch gesagt. Angefangen beim 900er, dann der 2000, dann der CDJ 350 und jetzt das Gerät zuletzt. Jetzt machen wir das Gerät mal an. So, sehen jetzt auch schon direkt die Zeit, und der ist auch direkt an. Braucht nicht mehr so lange wie jetzt 800 oder 1000er oder so. Wir haben unser Browse-Menü, unsere Taglist, wo wir Favoriten hinzufügen können. Wie wenn ich jetzt zum Beispiel USB-Draht anschließe, kann ich dann direkt, wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Lieder habe und davon gefallen mir 2 direkt gut, kann ich direkt auf die Taglist setzen. Und etc. Nur eine Pitch-Range, klar, 6, 10, 16% und White.
Ja, alles top. Eine Beat Select, wo ich halt von normalen Takten kann ich auch in den Vierteltakt und noch schneller navigieren. Und haben wir noch, ja, MP3, WAV. Ey, keine Batterie geht aus. Und das war's dann eigentlich gewesen von dem CDJ 850. Tschö!